Wir können heute gleich zweimal den kompletten neuen Brawl Pass öffnen. Einmal für die März-Season und für die April-Season mit allen neuen Skins, Belohnung und hoffentlich dem neuen Brawler Angelo. Viel Spaß! Und damit kommen wir direkt zum Brawl Pass für die März-Season. Der wird übrigens direkt am Donnerstag, den 7. März, starten. Und wir sehen hier schon einiges. Den neuen Shelly-Skin, können direkt alles kaufen. Ich bin sehr gespannt, ob sie irgendwas geändert haben vor allem. Und damit ist der Brawl Pass Plus aktiviert. Wir sehen hier schon die Stufen. Ich will es noch gar nicht spoilern. Wir wissen noch nicht genau, was drin ist. Wir starten direkt auf der untersten Stufe. Wir sehen 1000 Bling hier einmal und nochmal 1500 Bling. Also die ersten Standardbelohnungen scheinen relativ leicht zu sein. Ansonsten kriegen wir hier den allerersten Startup und zwar einen seltenen. Und ich bin immer gespannt, welchen Pass ich besser finden werde. Das ist der Pass für die März-Season, also Sand der Zeit. Und dementsprechend haben wir hier ja so eine kleine Sanduhr, ne? So eine kleine Sanduhr mit so Mond und Sternen drauf auf jeden Fall. Und wir kriegen auch wieder 100 Credits. Ich glaube, die Belohnungen soweit wirken relativ normal. Dementsprechend bekommen wir jetzt auch hier mit den Credits direkt den allerersten Brawler. Ich bin vor allem auf die Freischaltfunktion. Stimmt, ob wir da auch direkt Angelo drin haben, das ist eigentlich das Spannendste. Müsste ja eigentlich hoffentlich so sein. Ein Release haben wir jetzt noch nicht direkt bekommen, aber ich gehe mal davon aus. So, okay, die ersten 5 Stufen, bisher wirkt alles relativ normal. Sie haben damals, als der erste Brawl Pass rauskam, auch ziemlich krass angepasst. Oh mein Gott, oha. Und, okay, was ist das denn für ein Spiele-Icon? Und tatsächlich auch direkt sehr viele Belohnungen hinzugefügt. Hey, die Pins diesmal sind auch cool animiert. Das ist so eine wütende Sanduhr mit so einem Timer einfach. Auch gut gelungen, finde ich. Und wir kriegen schon den zweiten Brawler. Ich gehe davon aus, dass sie die Belohnung eher so gelassen haben. Aber es kann natürlich schon sein, dass sie da einiges angepasst haben. Zweiten seltenen Brawler haben wir jetzt hier schon mal. Super selten. Jessie ist okay. So, 100 Bling jetzt hier wieder. Also die Startups hier weiter noch relativ normal. Wobei ich sagen muss, wir hatten... Wahrscheinlich hatten wir einfach Glück, aber ich hatte es normalerweise nie einen mythischen Drop. Der Trophäenpfad wurde übrigens auf 70.000 Trophäen erweitert. Ich werde alles in einem Video öffnen und wir haben extrem krasse Balance-Änderungen. Auch diese Videos kommen in den nächsten Tagen, also abonniert unbedingt, wenn ihr nichts verpassen wollt. Okay, weiter geht's mit insgesamt 30 Juwelen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber nimmt man natürlich gerne mit. Einem weiteren Startup und zwar einen seltenen. Ja, das werden wahrscheinlich viele sein. Ah, die Pins diesmal gefallen mir besser. Die Pins diesmal, muss ich wirklich sagen, gefallen mir etwas besser, einfach weil sie noch ein bisschen cooler animiert sind. Powerpunkte, weiterhin wirkt hier alles gleich. Vor allem halt die Pins natürlich oder auch die Skins, die wir auch später sehen, werden natürlich jetzt hier am spannendsten. Wieder 200 Credits und wir sind damit schon auf Stufe 13 und kriegen hier die Sanduhr mit dem Daumen nach oben. Wer wünscht sich denn nicht eine Sanduhr, die den Daumen nach oben zeigt? Perfekt, auf jeden Fall. 2000 Münzen und das heißt, wir sollten jetzt hier schon langsam in Richtung der Freischaltfunktion gehen, denn die soll es jetzt hier eigentlich auf Stufe 25 geben. Seltener Startup nehmen wir mit, jetzt wieder hier, 200 Credits und damit kriegen wir jetzt schon den allerersten Brawler, und zwar Jessie. Den allerersten super seltenen Brawler meine ich natürlich. Und direkt den nächsten seltenen. Als seltenen kriegen wir hier Poco. Also mal spannend im Vergleich zu sehen, wie viel man hier aus dem Pass rausbekommt. Wieder hier so eine schwitzende Sanduhr. Also ich hoffe, das sind nicht nur Sanduhren, die wir kriegen werden. Bisher hatten wir nur so 4 Sanduhr-Pins, also so ein bisschen mehr Abwechslung. Fände ich persönlich schon ganz cool, aber mal schauen. So, 100 Bling jetzt hier. Oh, wir sehen hier schon ein Skelett. Okay, das ist cool, das ist cool. Aber noch sind wir nicht da. Erstmal die 2000 Münzen. So, noch der Star-Drop. Aber jetzt ist mal interessant. Okay, da haben sie einfach sich entschieden, so ein Skelett-Spray reinzupacken. Das heißt, dass, ja, praktisch ist derjenige halt, musste derjenige so lange warten, dass er schon zum Skelett wurde in der Zeit. Das soll es hier auf jeden Fall andeuten. Mal ein cooler Spray. Finde ich originell, ist mal was anderes mal wieder. Wenn ihr euch den Brawl Pass oder den Brawl Pass Plus kauft, könnt ihr mich wie immer kostenlos ganz rechts im Shop supporten mit Creator-Code für Jonas. Alle 7 Tage gerne den Code neu eintragen und damit unterstützt ihr auch meine Videos und meine Arbeit. Vielen Dank. Und dann sehen wir es schon. Ich sehe Larry und Laurie bei der Freischaltfunktion, das ist noch nichts Neues. Das heißt mal hier Poco. Ich bin halt super, ich bin eigentlich am meisten gespannt auf die Freischaltfunktion, wenn ich ehrlich bin. Und ich will einfach wissen, ob wir jetzt hier wirklich Angelo wird da glaube ich ausgesprochen, ziehen können. Nächster Startup, selten. Ist okay, ich will einfach nur wissen, ob ich jetzt Angelo bekomme. So, nächster Startup wieder hier auf Stufe 25. Und das ist jetzt hier genauestens die Hälfte. So, und jetzt kriegen wir Angelo in der Freischaltfunktion. Und, nee, oder? Oh mein Gott, er ist nicht drin. Okay, ich habe kurz mal gestoppt und überlegt, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber er ist hier nicht drin. Er ist hier wirklich nicht drin. Ich denke persönlich, dass er eigentlich reinkommen müsste. Kann ja sein, dass der Pass vielleicht rauskommt, bevor Angelo rauskommt. Das könnte natürlich höchstens sein. Aber bei Larry und Laurie, die waren ja auch schon hier auf dem Deathbed davor im Pass drin. Okay, dann holen wir uns jetzt mal Larry und Laurie. Also ich sag ehrlich, dass es hier nicht Angelo drin ist. Vielleicht dann für den Pass in der nächsten Season. Danach kriegen wir auch den Fenrir-Bastian, auf den freue ich mich auch schon extrem eigentlich sogar. Also, ich bin immer gespannt, welchen Brawl Pass ihr auch besser bewertet. Ich habe, glaube ich, einen ziemlich klaren Favoriten.
Wobei ich beide Pässe auf jeden Fall wieder sehr cool finde. Die große Frage ist aber halt vor allem, ob Angelo jetzt in diesem Pass drin ist oder halt nicht. Also hier scheint er ja jetzt irgendwie nicht drin zu sein. Sehr gut, kriegen noch einen mythischen Stardrop. Geht's hier weiter. Das ist so ein zerbrochener, weinender Sanduhr-Pin. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann wieder 2000 Münzen, 100 Bling. Aber ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass wir Angelo nicht im Drop bekommen haben. Also ich werde auf jeden Fall nochmal nach... Ich werde es wahrscheinlich auch eingefügt haben, schauen, ob wir ihn dann bekommen haben oder ob wir ihn bekommen werden. Aber auf dem Deathbild ist er halt eben nicht drauf. Egal. Nächster super seltener Brawler ist jetzt in dem Fall Jackie. Und weiter geht's hier mit dem Seltenen. Und zwar... Oh, okay, Brock oder Barley? Dann... Ich persönlich glaube... Ja, safe. Ich persönlich gehe lieber mit Brock. Natürlich immer Geschmackssache. Dann hier so ein einschlafender Sanduhr-Pin. Der gähnt hier nochmal. Die Animationen sind cool gelungen, aber ich würde mir ein bisschen mehr Abwechslung wünschen als die Sanduhr. Wobei es natürlich halt Sand der Zeit ist. Also irgendwie passt es natürlich, dass es dann die Sanduhr ist. Und damit sind wir jetzt hier schon auf Stufe 35. Also so viele Belohnungen dürften gar nicht mehr kommen. Wir sind schon wahrscheinlich relativ am Ende jetzt hier angelangt. Das passt es, aber die spannendsten Sachen kommen ja. Der legendäre Stardrop, die drei Skins natürlich. Und die Skin-Varianten, also eine Skin und die Skin-Varianten dazu. Und natürlich vor allem der legendäre Stardrop ganz am Ende. Ich immer Ems. Ems oder Bow, beide ziemlich stark aktuell. Gerade Bow wurde ja auch sogar verschlechtert erst. So ein Herz-Sanduhr-Pin, okay. Dann hier nochmal ein seltener Stardrop. Okay, kann man mitnehmen. Dann hier nochmal 30 Gems insgesamt. 100 Bling und... Episch, komm. Bling, naja. Okay, weiter geht's hier mit 2000 Münzen. Dann kriegen wir hier nochmal den klatschenden Sanduhr-Pin. Also wie gesagt, für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu viele Sanduhren. Aber es ist das Saisonthema. Aber man hätte ja trotzdem vielleicht ein paar andere Designs auch einbauen können. 150 Juwelen übrigens insgesamt weiterhin. Oh, wir sehen schon da drüben. Gibt's ein neues Spielereignis. Okay, auf das gehen wir gleich ein. Erstmal nochmal ein seltener Drop. Kriegen wir jetzt mal endlich die erste Skin-Variante? Nee, immer noch nicht. Ist das so spät immer? War die immer so weit im Pass hinten? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht, aber okay. Und neues Spieler-Icon. Oha. Aber das ist eigentlich ganz cool, oder? Das ist so ein Turban auf dem Brawl-Icon drauf einfach, ne? Und so eine kleine Wolke noch in der Ecke. Ist ganz cool eigentlich gelungen, finde ich. Und jetzt, da sehen wir es. Da ist endlich die erste Farbversion, die man im Brawl Pass Plus bekommt. Und zwar Lilian Tänzer Shelly. Das ist die blaue Version des Shelly-Skins. Dazu noch dieser Shelly-Pin, sehe ich gerade. Das Ganze sieht dann so im Menü aus. Ich muss ehrlich sagen, wirklich geil gelungen. Und ich will natürlich jetzt hier vor allem sehen, wie das Ganze hier im Spiel aussieht. Da gerade nochmal hier anschauen. Also, ja, ist ganz schön geschmückt, ne? Damit geht es los. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Skin jetzt erstmal hier im Spiel aussieht. Ja, ist cool. Ist halt so ein bisschen wie so eine Prinzessin aus Disney, erinnert mich ein bisschen, ne? Muss ich wirklich sagen. Und jetzt können wir mal schauen. Mit der Wunderlampe wird hier geschossen. Let's go. Das ist schon geil. Ich sehe auch an die Schüsse von Händler Gale, ne? Wir können mal schauen. Hat es eine Kill-Animation? Wahrscheinlich eher nicht, schätze ich mal. Nee, aber sieht schon krass aus. Die Schüsse fliegen so. Der lassen auch so einen coolen Effekt. Sieht so ein bisschen aus wie kleine Edelsteine. Und die Ulti sieht so aus. Ah, das sind wirklich Edelsteine. Dann machst du größere Edelsteine. Wir machen noch einmal eine letzte Ult und dann würde ich sagen, kommen wir hier zu den... Ja, boah. Ja, ist schon cool. Kommen wir zu den weiteren Belohnungen. Und zwar nochmal 100 Bling und... Oh, wir sehen schon den legendären Stardrop. Also sie haben es wirklich nicht verändert, was ich auch... Oh, wir kriegen nochmal einen Rockpin. Was ich super gut finde, dass man weiterhin Free-to-Play eben diesen legendären Stardrop am Ende bekommen kann. Oder bekommt, sobald man eben den Pass fertig hat. Was ich super geil finde. Dalien-Tänzerin Shelly ist der andere Skin, den ihr im Brawl Pass Plus bekommt als Farbvariante. Lilien-Tänzerin in blau, die Dalien-Tänzerin dagegen ist hier einmal weiß mit den weißen Haaren. Mir gefällt, glaube ich, fast blau besser. Aber ist natürlich am Ende auch Geschmackssache. So sieht das Ganze hier im Spiel aus mit den weißen Haaren. Ich glaube, die Animationen, ja, sollten hier identisch sein. Aber ich sage ehrlich, ich glaube, mir gefällt es, glaube ich, besser. Zumindest als der Kidboxer-Skin. Und davor hatten wir, diesen Colette-Skin. Ich glaube, ich finde den sogar am besten bisher, den wir jetzt hier haben, den Shelly-Skin. Dann haben wir hier nochmal 200 Credits und gehen rein in den Brawl Pass-Skin. Okay, ich muss gleich nochmal eine Wertung abgeben eigentlich. Wie ich den Pass im Vergleich zu den anderen finde. So, hier einmal Tänzerin Shelly. Oh, noch ein Spieler-Icon sogar. Oha, im normalen Brawl Pass drin. Das ist krass. Das ist wirklich ein cooles Icon vor allem nochmal. Und noch ein Spielertitel sogar. Zeitlos. Dieser Titel kann jetzt auf deiner Kampfkarte angezeigt werden. Zeitlos auch ein geiler Titel, finde ich persönlich. So, und das ist also die normale Version der Shelly. Also hier nochmal mit, ich glaube, roter Kleidung im Vergleich, ne? Gefällt mir sogar, glaube ich, von allen tatsächlich am besten, weil das Rote auch am meisten raussticht. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Brawl Pass ist für mich persönlich sogar der Beste, würde ich sagen, wegen dem Shelly-Skin. Die große Frage ist eher, wie stark halt Angelo wird. Ansonsten war der Larry und Lowy Pass natürlich auch sehr krass, aber ich habe den Kidboxer-Skin, sage ich ehrlich, nicht so gefühlt. Deswegen. So, wir sehen hier mal, wie Shelly in-game aussieht. Ist geil. Sieht schon cool aus. Und damit kommen wir jetzt hier zum legendären Stardrop.
Ansonsten war hier tatsächlich alles, Junge, wie der da hinten dran schießt, alles identisch. Und ich bin mal sehr gespannt, ob sie da in den Dropchancen irgendwas verändert haben. Sie haben ja mal zum Beispiel erhöht, dass man, ich glaube, höhere Chancen oder hat die haben einfach die schlechteren Belohnungen auf die unteren Seltenheiten verschoben. Also mal schauen, ich hoffe mal auf einen Brawler oder irgendwas Geiles. Ein Hypercharge. Also kann man nichts sagen. 5000 Münzen. Viele beschweren sich beim Hypercharge, aber wer sich da beschwert, ist eigentlich lost, weil das Ding ist 5000 Münzen wert und eigentlich perfekt, wenn man sowas zieht. Also sehr geiler erster Pass. Boah, ist so, sag ich ehrlich, wieder super solide aus meiner Sicht. Wirklich. Oh mein Gott, Leute. Das ist für mich wahrscheinlich der beste Brawl Pass bisher. Ich weiß, wir hatten ja nicht so viele, ne, Brawl Pass. Das ist erst der vierte Brawl Pass Plus überhaupt, aber ich meine, schaut euch diesen Skin an. Wir werden alle gleich freischalten und spielen. Ich habe ihn extra noch nicht im Skins-Video gezeigt, dass wir ihn hier exklusiv sehen. Und ja, wir starten rein. Ragnarök-Season startet dementsprechend, habe ich noch gar nicht nachgeschaut, April. Und zwar dementsprechend ist der erste Donnerstag. Es wird der 4. April werden. 4. April einfach. Ich bin sehr gehypt. Oh nee, oder? So, ich kaufe mir ganz kurz mal hier den Kurier-Brock-Skin, dass wir wieder genügend Platz für Bling haben. Das ist etwas lost für mich, wenn ich ehrlich bin, aber sehr gut, da haben wir es. Und hier nochmal der Rock Pindats. Oh, der ist cool. So, jetzt kann es aber losgehen. 1000 Blinks zuerst. Wir wollen natürlich vor allem sehen, was sind die Belohnungen oder vor allem die kosmetischen Gegenstände oder Items. Kosmetische Gegenstände einfach, die man im Pass bekommt. Es sind so Wikinger-Dinger. So ein Skelett mit einem Helm, mit einer Münze. Finde ich persönlich mal deutlich spannender, muss ich wirklich sagen, als eine Sanduhr. Also die Sanduhr mit dem Daumen hoch war auch schon mal cool, war auch schon mal cooler als die letzten Seasons, als ich zumindest eine Erinnerung habe. Aber ja, da ist Wikinger-Thema halt deutlich spannender. Ist es Wikinger-Thema? Ragnarök, Nordisch? Ich glaube, es ist Wikinger-Thema, ne? Wir nehmen mal Dynamite als nächstes. Hätte ich einfach mal vorgeschlagen. 1100 Credits wieder. Und der nächste Startup. Es sollten wieder insgesamt 25 Startups sein. Wir kriegen so mal direkt hier einen epischen. Und vor allem spannend natürlich ist Angelo in der Freischaltfunktion enthalten, auf Stufe 25. Das frage ich mich vor allem auch noch, weil da bin ich mir irgendwie noch unsicher. Ich meine, er hätte auch eigentlich schon in der März-Season kommen, aber ich weiß es nicht. Was ist das für ein Pin? Der ist auch geil. Also die Pins würde ich deutlich mehr als die Sanduhr, kann ich jetzt schon mal sagen. Obwohl ich die Sanduhr nicht schlecht fand. Da geht's mit dem nächsten Starter, wir sind erst bei Stufe 7. Ich bin auch vor allem gespannt, was für ein Spieler-Icon wir bekommen. Ich glaube, das Spieler-Icon ist auch hier jedes Season auch das, was dann auch das Browsers-Icon wird. Wenn ich mich jetzt nicht täusche zumindest. Stufe 9. Oh mein Gott. Mythischer Startup mal. Geil. Und naja, ist okay. Was ist das hier? So ein Skelett mit so einem Wikinger-Helm. Also ich weiß nicht genau, warum Skelette sind. Keine Ahnung. Vielleicht hat irgendwer eine Erklärung dafür. Oder vielleicht soll es auch gar kein Skelett sein. Stimmt. Ich glaube, der soll einfach nur grinsen. Aber hat, ich weiß nicht, ich habe das Grinsen ein bisschen hoch gemacht. Oder ich weiß nicht. Irgendwie sieht das für mich aus wie so ein Skelett. Weiß nicht, ich bin auch lost. Egal. Dynamike, nächster Brawler hier freigeschaltet. 15 von 45, von 50 Stufen. Dynamike ist ein alter Minenarbeiter und Erdsucher. Und wir bekommen einen epischen. Okay, dann Ems oder Bow, dann nehmen wir jetzt hier mal. Ah ne, B haben wir auch. Oder Frank. Nehmen wir mal Frank. Ich hoffe, Frank wird auch verbessert. Die Balance-Änderung muss ich ja auch nochmal zeigen in dem Video. Wird noch alles kommen, keine Sorge. Wird noch alles kommen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, natürlich unbedingt abonnieren. So, hier Daumen hoch pinnen auf jeden Fall. Star Drop, selten. Ist okay, sehr schön. Münzen. Nehmen wir auch mit. Dann nochmal hier blinken. Also wir wahrscheinlich schon zwischendrin gesagt haben, was noch kommt. Den Trophäenpfad von 0 auf 70.000 werden wir abholen. Vielleicht mal so ein Ranked Startup Opening Battle hatte ich mir auch überlegt. Oder ganz viele von diesen Ranked Startups auch öffnen. Ein neuer Pin, Sekunde. Das ist geil. Du kommst hier nicht weiter. Geil. Episch. Das PV-Doppler. Blinken nochmal. Und ich hoffe natürlich auch, dass die beiden neuen Brawler spielen werden noch, ne? Das kann ich natürlich jetzt nicht sicher sagen, aber normalerweise, ich durfte sonst auch immer die neuen Brawler spielen. Also hoffen wir es mal einfach. Nächster Startup super selten. Das ist sehr gut. Wir müssen wieder. Und damit sind wir auch schon fast bei der Hälfte des Passes angelangt. Oh, wir kriegen jetzt richtig cooles Praise. Das ist so eine Puppe einfach. Ist elektrisch? Ja, das ist so ein Elektro. Nicht so eine Puppe, das ist so ein Elektroschock. Elektroschock-Spray. Da kam so ein Blitz rein und dann hat man es gesehen. So, und jetzt bin ich gespannt. Haben Sie jetzt wirklich, bitte, Angelo hinzugefügt in den Pass? Also, wenn, dann dürfen wir es normalerweise, glaube ich, überhaupt zeigen. Stimmt, darf ich es überhaupt zeigen dann? Ich hoffe mal. Da ist er! Ja, das dürfen wir safe zeigen. Da ist er tatsächlich. Einfach Angelo im Pass. Lol, ich werde auf safe nochmal nachfragen, ob wir das zeigen dürfen. Okay, ich habe direkt nachgefragt. Wir scrollen hier mal durch. Natürlich, ja, Melody wird nicht drin sein. Die ist ja natürlich mythisch. Und wir könnten noch 1000 Credits nehmen. Das heißt, wir können safe im Brawl Pass ihn freischalten. Aber nicht im März. Zumindest auf dem Deathbed war es nicht im März. Die Frage ist, können wir es dann im März freischalten oder im April Brawl Pass? Ich denke schon im März. Vielleicht war es hier nur ein Fehler auf dem. Oder die haben es nicht hinzugefügt. Aber wir sehen es einmal. Schalten hier Angelo frei. Und das wird dann der krasseste Brawl Pass überhaupt sein. Mit diesem geilen Thema, mit Ragnarök Skins und Angelo einfach als Brawler. Ich weiß halt nicht, wie stark er wird.
Ich weiß halt nicht, wie stark er wird oder wie stark er ist natürlich, weil ich ihn jetzt hier noch nicht spielen konnte. So, wir lesen erstmal die Beschreibung. Boah, hier sehen wir auch schon mal seine Pose auf jeden Fall. Diese Augenklappe und diese Nase einfach noch. Das ist einfach hier so ein Elf, soll es darstellen. Ne? Schütze auch als Kategorie. Früher noch Amor, heute eher A. Moskito. Angelo nennt den Sumpf der Verliebten dein Zuhause und sucht dort nach Turteltäubchen, um nicht nur mit Charme zu bestechen. Okay, also auf jeden Fall ein Sniper, ne? Moskito-Sniper passen übrigens zu Willow. Und das Thema zu den Trios ist dort Sumpf der Liebe. Also wer es nicht wusste, die Brawler in Brawl Stars gehören immer in Trios, also in drei Brawler werden die immer zusammen in eine Gruppe eingeteilt. Und Willow war bisher alleine und hat diesen ersten Mate mit, da ist der Angelo. Und eigentlich muss noch ein weiterer Mate kommen, oder? Ich weiß gar nicht, wozu. Oder gehört Melody auch noch dazu? Nee, das ist eher so ein Gesangsbrawler. Die müsste eher so Jeanette oder so. Ich weiß nicht, wozu. Wozu? Ich weiß nicht, zu welchem Trio Melody gehört. Wenn es irgendwer weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Eventuell gehört sie ja auch zu einem Trio dazu. So, weiter geht's. Super selten. Die krassesten Belohnungen kommen ja jetzt noch im Pass. Ich bin jetzt schon sehr begeistert. Ja, das ist so ein Weinlandpin mit so einer Regenwolke auch passen. Das ist eigentlich auch ganz geil. 1000 Münzen wieder. Also ich bin gerade echt begeistert, dass wir den wieder im Brawl Pass freischalten können. Da lohnt es natürlich Creator Code Jonas besonders. Also, wenn ihr ihn natürlich nutzen wollt, würde mich sehr freuen, weil ich glaube, es ist safe, dass sich viele diesen Brawl Pass kaufen werden. Sicher, wenn sich den viele kaufen. Kann man eigentlich von ausgehen. Und damit kriegen wir den nächsten Brawler, und zwar Frank. Sehr geil. Frank hier als epischer Brawler. Frank ist ein gutmütiger Riese. Okay. Mythischer Brawler. Taram-Ohm. Okay, ich glaube, Mortis wollen die meisten sehen. Wenn wir ihn noch hinkriegen zumindest. Dann hier so ein brennender... Das ist geil, so ein brennender Tee. Wikinger-Pin, sag ich mal. Das ist eigentlich eine Wikinger-Season damit auch. Also wirklich, für mich bisher die gelungenste Season, muss ich wirklich sagen. Ich glaube überhaupt. Ich würde sie, glaube ich, von allen Seasons auf Platz 1 setzen. Ich habe ja schon mal so ein Brawl Pass Ranking auch gemacht, also... Ich bin wirklich begeistert von dieser Season. Vor allem wegen dem Skin. Wir sehen ja die ganze Zeit hier schon über mir. Junge, Junge, Junge. Das ist echt heftig. Was haben wir hier? So Gem-Augen. So ein Gem dazu. Dann haben wir hier... Selten, okay, das ist geil. Dann wieder Gems hier, und zwar insgesamt 150. Dann hier Bling. Und mythisch. Oha, wir kriegen Charlie aus dem mythischen Star, das ist übel unwahrscheinlich. Übrigens auch interessant, wie speziell die Beschreibung bei Charlie ist. Das ist der einzige Brawler, der hier so eine übereinander stehende Zettelbeschreibung hat, nenne ich es mal, ne? Ganz komisch klein, weil es eben so ein Gedicht auch sein soll. Und damit kommen wir zu den letzten 10 Stufen und endlich damit zu den krassesten Belohnungen. Erstmal hier noch so ein klatschender Wikinger-Pin. Der ist cool. Dann hier. Seltener Star. Ist okay. Gems nochmal. Damit insgesamt mit dem Brawl Pass plus 150 Juwelen. So, jetzt hier. Wir wollen natürlich zu den spannendsten Stufen kommen. Da sollte jetzt hier gleich die erste Farbvariante kommen. Wie immer, ein Skin aus dem normalen Brawl Pass und ein Skin mit den Farbvarianten. Ich würde sagen, wir kommen erstmal hier zum Stardrop. Und kriegen dann vor allem das Spieler-Icon. Das ist geil. Für die Season. Aber das ist nicht das Brawl Stars-Logo, definitiv nicht, oder? Oder wird das dann so aussehen? Wäre schon geil. Es ist oft das Brawl Stars-Logo drin gewesen im Pass. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dieses so krass abändert mit diesem Wikinger-Helm. Aber sieht geil aus. Weitere Credits und damit die erste Farbvariante. Eventuell sogar die beste Variante. Wir werden es gleich rausfinden. Werden die vergleichen. Und zwar Elder Fenrir Bass. Ich muss erstmal Bass freischalten. Das mache ich gerade. Jetzt schon. Ich muss kurz, ich zeige nicht mit Menünummer. Dazu noch dieser Pin, by the way. Ah ja, wir können die Credits auch hier übertragen. Ja, machen wir einfach gerade mal. Das ist schlauer. Dann schalten wir nämlich jetzt hier einmal Bass frei. Einfach aus dem Grund, damit wir den Skin jetzt spielen können, ne? Logisch. Oh, es geht weiter. Und damit kommen wir zu Bass und seinem Skin. Schauen uns hier auch einmal im Spiel an. Oh, da sehen wir noch einmal im Menü. Jetzt können wir nämlich auch hier drehen. Boah, hier so Eisangriffe auch. So ein Eiswolf praktisch, ne? Aus der nordischen Mythologie. Der Wolf Fenrir, schätze ich mal. Boah, das ist krass mit so einer Goldkette und diesem Schwert. Heftig, heftig. Mit Abstand für mich der beste Skin aus dem Brawl Pass bisher. Mit großem Abstand. Vielleicht sogar der beste Skin aus dem Update. Da kann man sich drüber streiten. Die ganzen Skins ja auch gestern gesehen. Auch der Bibi-Skin ist krass. Der Cordelio-Skin ist auch krass. Aber ich meine, schaut euch das an. Junge, diese Kette und wie er da steht mit dem Schwert und dann diese Eisangriffe. Das ist so heftig. Der lässt so eine Eiswolke neben. Man sieht auch sehr schön, wie er auch hier von links nach rechts angreift. Oder hier auch nochmal, ne? Okay, noch die Ulti. Die Ulti natürlich auch nochmal dazu. Passt auf. Zack. Boah. Heftiger Skin. Welche Farbe ist mir am besten gefällt, muss ich mich noch entscheiden. Aber das ist crazy. Das sieht echt geil aus. Wow. Okay, es geht weiter. Wir haben noch zwei weitere Farbvarianten. Das war jetzt die erste Variante aus dem Brawl Pass Plus. Und damit kommen wir natürlich zur zweiten Farbvariante aus dem Brawl Pass Plus. Und zwar Merc Fenrir Bass. Keine Ahnung, wofür das steht. Keine Ahnung. Hier noch der Pin dazu. Ja, ich sag ehrlich, der gefällt mir sogar nochmal besser, glaube ich, in der schwarzen Version. Boah. Ja, wobei sind beide cool. Aber vor allem ist es auch heftig, dass sie das Ding einfach in den Brawl Pass packen und nicht für 300 Gems verkaufen. Das war ja locker ein legendärer Skin. Finde ich zumindest. Ja, safe wäre das ein legendärer Skin.
sehen wir es nochmal. Ja, ein schwarzer Mann, ein bisschen besser sogar, glaube ich. Und natürlich hier die letzten Stufen. Wir bekommen nochmal die Version aus dem normalen Brawl Pass. Und das ist die hier. Für 8 Euro könnt ihr hier schon euch den normalen Feinrail Bass sichern. Ich sag ehrlich, die sieht schon ein bisschen weniger. Oder die anderen sehen halt cooler aus. Sieht trotzdem sehr krass aus. In dem Fall finde ich sogar wirklich die Brawl Pass Plus Varianten schöner. Da sehen wir nochmal den... Oh, ah, wir kriegen trotzdem ein Spieler-Icon mit einem Schwert auch dazu. Das ist auch geil. Im Brawl Pass. Naja, und hier gerade nochmal. Also das hier ist dann die Originalversion. Und das hier sind die Farbversionen. Die Farbversionen sind ticken cooler beide, aber der ist auch sehr, sehr krass. Müssen wir uns nicht nochmal im Spiel anschauen. Das reicht eigentlich aus. Geil. Titel ist übrigens gottgleich. Auch für mich der krasseste Spielertitel bisher. Und natürlich zum Abschluss der legendäre Starbuck. Mit Abstand für mich der beste Pass. Also die Frage ist, ob wir jetzt schon im März oder im April Angelo freischalten. Weil wenn wir schon im März freischalten, haben wir ihn dann nicht mehr für die April-Season. Also auch an diejenigen, die vielleicht irgendwie Google Play oder iTunes-Karten sich aufheben, müsst ihr genau halt schauen und überlegen. Genau. Auf geht's, legendärer Stardrop und 1000 Münzen. Perfekt. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne einen Creator-Code Jojonas ganz rechts im Shop. Ansonsten werden noch viele weitere Update-Videos folgen, wie gesagt. Unter anderem auch 0 auf 70.000 Trophäen, den kompletten Trophäenpfad öffnen oder eben auch die Balance-Änderung. Die habe ich auch noch nicht gezeigt. Das ist noch so viel. Ich kann gar nicht alles direkt zeigen. Und nicht vergessen, wie immer, schaut gerne vorbei. Meine Handyhülle ist inzwischen raus auf jojonas.shop. Da könnt ihr euren eigenen Namen und eure Spieler-ID eintragen. Und bis dahin, haut rein. Danke für den krassen Support. Und im Abstand habe ich mal eine Folge Fortnite auch verlinkt. Oder nee, ich habe keinen Fortnite. Aber ihr könnt vorbeischauen. Ich habe auch mal eine Folge Fortnite hochgeladen mal wieder auf meinem zweiten Kanal. Haut rein. Ciao.